Hey, Herzkönigin, ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden. Hab mein Bestes getan. Da haben wir richtig ins Klo gegriffen. Nein! Ist eigentlich was dran? Hey! Klingt gut. So, ich habe den Rückzugspunkt erreicht, in dem sich Josiah Hill laut der Aussage von Maurice Fox aufhalten soll. Und werde einfach mal anklopfen. Hey, Herzkönigin. Weißes Kaninchen. Nomad. Josiah. Scheiße, Mann. Schön, dich über der Erde zu sehen. Sonst jemand aus deinem Trupp? Ein paar. Wir wurden getrennt. Mann, da haben wir richtig ins Klo gegriffen. Josiah, ich habe Walker gesehen. Er jagt unsere Soldaten. Bitte wen? Lieutenant Colonel Walker. Cole Walker. Hier. Kämpft gegen uns. Unmöglich. Ich habe es gesehen. Ich glaube das nicht. Ich habe ihn bewundert, weißt du? Hast dich wohl getäuscht. Also, was hältst du davon? Entweder Walker hat das Schiff versenkt, oder jemand, mit dem er zusammenarbeitet. Hier. Chase Gells Tagebuch, Teil 1. Auszug aus Chase Gells digitalem Tagebuch, das von Josiah Hill in dessen Versteck in Dead Horse Swamp geborgen wurde. Mir fehlen die Worte, um den Schmerz auszudrücken, der sich an diesem Tag in den Tiefen meiner Seele breit gemacht hat. Der Moment, als ich von der geheimen Fracht der USS CIA erfahren habe, hat sich für immer in mein Gedächtnis gefressen, weil er mein Handeln in diesem Moment bestimmt hat. Ich musste dieses Schiff um jeden Preis versenken. Es war ein kleines Opfer im Austausch für Millionen geretteter Leben. Warum also lastet es so schwer auf mir? Die Legionen haben die USS Say versenkt und dafür gesorgt, dass diese Zerstörung Aurora niemals verlässt. Es war die richtige Entscheidung, aber also warum nimmt sie mich derart mit? Schlussfolgerung, Chase Gell versenkte das Schiff, um zu verhindern, dass etwas Aurora verlässt. Maurice Fox zum Thronenangriff. Eine Unterhaltung mit Maurice Fox am Kai von Freeport, nachdem die Thronen ein Flüchtlingsboot beim Verlassen von Aurora angegriffen haben. Nomad. Wissen Sie, was das war? Maurice Fox. Das muss ein neues Sicherheitsprogramm sein. Was für eine Scheiße. Ich schätze, nichts kann diese Insel betreten oder verlassen, solange es aktiv ist. Schlussfolgerung. Aurora wird von einem tödlichen Sicherheitsprotokoll überwacht. Lösen. Nachforschung abgeschlossen. Jay Skeller hat das Frachtschiff versenkt. Verdammt!
Dieser Sack ist offenbar für alles verantwortlich. Ich spür Skell auf. Ich traf ein paar seiner Angestellten. Mal sehen, was die wissen. Ich trommle noch Überlebende zusammen. Wir treffen uns bei Sammelpunkt Delta. Klingt gut. Alles klar. Da wir nun die benötigten Informationen haben, können wir wieder mit Matt Schulz sprechen. Allerdings habt ihr es vielleicht gesehen, das Motorrad hat auf der Reise hierher ein bisschen gelitten, deshalb werde ich mir einfach mal diesen Pathwatcher ausleihen. Ja, Jay Skell hat also die USSA, der Auslöser quasi für Operation Greenstone, versenkt. Weil angeblich eine sehr gefährliche Fracht an Bord war. Jetzt ist die Frage, was für eine Fracht? Was für eine Fracht kann das gewesen sein? Vielleicht kann Matt Schulz uns ja ein wenig aufklären. Wenn dir das Video gefällt, lass mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar und vielleicht sogar ein Abo da. Vielen Dank. Für einen Moment dachte ich, ich hätte mich verfahren. Hab wahrscheinlich einen riesengroßen Umweg gemacht. Aber was soll's. Viele Wege führen nach Erewhon. Ja, einen kleinen Umweg. Was soll's. Hauptsache, wir sind am Ziel. Auf zurück zu Matt Schulz. Wenn Sie weiter herkommen, lassen Sie Ihren Krieg gefälligst draußen. So verstanden, fahre fort. Hey Matt. Matt, haben es die Leute vom Strand geschafft? Sie meinen Überlebende? Ein paar von den Leuten auf dem Boot kannte ich schon als Babys. Ich habe ihre ersten Schritte gesehen. Hab mein Bestes getan. Ihr Bestes? Sie haben uns ein Schiff versprochen. Marines. Und jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden und... einen Grünschnabel, dem die Knie schlottern. Mats, dieser Grünschnabel hat viele von uns gerettet. Meine Tochter. Das ist keine Kleinigkeit. Mag sein. Aber das reicht nicht. Nicht in unserer Lage. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe Sergeant Major Hill gefunden. Wir haben vor, Jay Skell zu verfolgen. Wir werden ihn aufhalten und übernehmen diese Drohne. Einen Moment. Sie glauben, Jace steckt dahinter? Niemals. Er ist ein guter Kerl und mein bester Freund. Sentinel hat die Insel übernommen. Folgen Sie mir. Ich habe Beweise. Tja, ich habe dringendere Probleme.
Meine Leute müssen sich auf das Kommende vorbereiten. Packen Sie mit an. Okay. Aber Skell hat Priorität. Da bin ich aber mal gespannt. Aber ich meine, es steht doch außer Frage, dass Chase Skell die USSA versenkt hat. Ich meine, er hat zumindest sein Tagebuch geschrieben. Zurzeit glaube ich gar nichts mehr, bis ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Jetzt bin ich mal auf die Beweise gespannt, dass Chase Skell das nicht getan haben soll. Die beweisen sollen, dass Chase Skell das nicht getan hat. Also Maurice, erzähl mal. Okay, Fox, was haben Sie? Ich sage es Ihnen, Jace hat nichts damit zu tun. Es war ein Insider, dieser schickte mir ein Video von dem, der bei Sentinel das Sagen hat. An der Südküste gibt's eine beschissen starke Brandung. Nicht fluchen. Echt jetzt? Verteilt Stone neuerdings Strafen fürs Fluchen? Frag ihn doch selbst. Captain Gibson. Captain Coleman. Die beiden Soldaten, die ich sehen wollte. Mr. Stone? Operation Citadel ist ein herausragender Erfolg. Keine Kommunikation erreicht oder verlässt die Insel. Die Drohnenüberwachung ist aktiv. Und während Miss Puri da draußen die Herzen erobert, werden Sie sich um die Unruhestifter kümmern. Captain Coleman, bringen Sie diese Bauern unter Kontrolle. Es gibt hochmoderne Technologie, die ich gern nutzen würde. Klingt gut. Captain Gibson, kümmern Sie sich um diese terroristische Bombenlegerin und ihre Outcasts. Es sind nicht mehr viele übrig. Aber sie sind in ihrem Gebiet. Finden Sie sie, vernichten Sie sie. Sir, wie sieht es mit den Haftanlagen aus? Ich sagte vernichten, nicht fangen. Na, lieben Sie es nicht auch, im Südpazifik zu sein? Wie die Meeresbrise einen Hauch von Jasmin verbreitet. Fast wie in Savannah. Ich wünsche Ihnen viel Spaß da draußen. Wenn Sie einen Ghost aus einem der Helis sehen, dann erschießen Sie ihn. Jace steckt eindeutig nicht dahinter. Hören Sie, selbst wenn Sentinel allein verantwortlich ist, Ihr Freund hat die Kontrolle über Aurora verloren. Er hat das Frachtschiff versenkt und ich muss ihn finden. Er ist der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Gut. Also schön. Er hat eine Villa hier in den Hügeln. Der Türcode ist 120386. Geben Sie ihm eine Chance, mehr will ich nicht. Okay, also Chase Skell hat den Frachter versenkt, aber ist unschuldig am Abschuss unserer Helis. Okay, gut. Das kann ich dann, muss ich dann wohl so akzeptieren. Dieser Stone scheint der Drahtzieher hinter allem zu sein. Schauen wir mal. Die Wohnanlage Long Valley. Villa im südlichen Teil der Region New Archel. Schauen wir mal. New Archel ist hier. Südlicher Teil. Hier. Long Valley, südlich vom Sween Mountain. Der ist dort. Das hier ist ein Wohngebiet. Das hier sieht doch sehr
nach einer Villa aus. Gut. Dann werde ich mich jetzt wieder auf ein Bike schwingen. Und dann sehen wir uns gleich vor der Villa. Das war ja ein warmer Empfang hier auf dem Berg. Gehört das noch? Ne, ist nicht das Green Mountain, sondern irgendein anderer Berg. Auf jeden Fall in der Nähe, direkt über quasi Skelts Villa. Angekommen sind wir. Schossen wurden wir auch. Alles klar. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir Chase Skell hier finden können. Ich würde vermuten, dass das Anwesen bewacht ist. Moment, was haben wir hier? Eine kleine DHL-Drohne, die lassen wir mal in Frieden. Da haben wir noch einen Biwak. Auf dem Sween Mountain. Ach, schau mal, ist eine Lieferung für uns. Komm zurück. Sollen wir uns die Sachen holen? Ja, komm. Dann gehen wir eben zu Fuß. Oder? Ich meine, jetzt haben wir sie schon abgeschossen. Egal. Oh, ich war der Meinung, dass das extra ein Punkt zum Fallschirmspringen ist. Versuchen wir das Ganze nochmal. Oh, oh. Das, meine Freunde, ist eine, weiß nicht, wie sie heißt, Drohne. Eine Aufklärungsdrohne auf jeden Fall. Von der möchten wir nicht entdeckt werden. Azrael-Drohne, so heißt sie.
Das war haarscharf. So, und jetzt versuchen wir nochmal hier abzuspringen. Ja, jetzt hat's geklappt. So. Wow, 3 Sprengsätze, aufgewertete Waffenteile und 2 integrierte KI-Kerne. Das hat sich doch absolut gelohnt. Dann geht's jetzt weiter zu Skelts Villa. Ich glaube, vorher trinke ich mal schnell noch was. Prima. So. Durst gestillt. Dann kann es jetzt weitergehen. Hier haben wir einen Heavy mit Minigun. Ich sehe halt recht wenig hier. Vielleicht kann unsere Drohne da Abhilfe schaffen. Okay. Hier haben wir mindestens 3, 4 Wachen. Plus den Heavy, also 5. Eine Polizeidrohne. Hier haben wir 1, 2, 3. Sind dann schon 8. Auf jeden Fall schwer bewacht, wie vermutet. Oh nein, nicht schon wieder. Glück gehabt. Okay, einmal nachladen und auf geht's. Oh, rutschiger hier als ich dachte. Verdammt. Nein. Ah. Ah, das war nicht gut. Ah, aua. Okay, dann jetzt etwas vorsichtiger. So. Wir haben 2 auf dem Parkplatz. 2 plus 1. Das sind ein bisschen viele, um einfach so reinzuschleichen. Dann werden wir sie nacheinander ausschalten müssen. Ich glaub nichts mehr, was die Leute sagen. Weißt du noch, als alle geschworen haben, dass dieser Popstar hier auftritt? Ganz genau. Niemand gehört. Niemand gesehen. Er hier macht mir Sorgen. Er bewegt sich nicht vom Fleck. Ich würde an und für sich gerne die Leiche da wegtragen. Aber ich glaube, dafür ist es zu spät. Von den Sachen hier gern mal bedienen. Verdammt. Er sieht aber nichts, das ist gut. Geh ruhig wieder weiter. Hier gibt's gar nichts zu sehen. So, das ist der 2. Da kommt gleich noch ein 3.
Da kommt er. Sieht nicht gut aus für diese Ghosts. Wir sollten diese Ghosts einfach auslöschen. Die Zeit reicht. Der Zugriff bei Freeport lief wohl nicht. Hat das jemand gehört? Ich hoffe nicht. Okay. Oh! Die Drohne. Vielleicht sollte ich meine Drohne auch nochmal einsetzen. Okay, schnell, 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 schnell. Es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Oh, verdammt. Abgerutscht. Oh, 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 oh. Oh, oh, das könnte zum Problem werden. Er sieht uns. Oh Gott. Shit, 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 shit. Boah, schon wieder von der Schulter gerutscht. Verdammt, ich muss hier weg. Ah, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Ist der mir einfach von der Schulter gerutscht, verdammt. Die Drohne wird die andere Leiche auch noch finden. Wenn sie es nicht schon hat. Ich müsste die Drohne deaktivieren. Oh, sie fliegt schon wieder zurück. Alles klar. Ist die andere Wache auch wieder zurück? Okay, den Soldaten hier konnte wohl niemand so wirklich leiden. Scheint allen ziemlich egal zu sein. Na gut, dann soll es eben so sein. Trotzdem trage ich diese Leichen mal noch eben weg. Nur für den Fall, dass sie jetzt gerade nicht entdeckt wurden. Nicht, dass es dann nachher noch einen Großalarm gibt. Die könnten überall sein. Oh, 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 oh. Drohne, Drohne, Drohne. Lang sehr nah. Wo ist der? Hier gibt es nichts weiter. Bei mir ist ganz sicher nichts. Haltet die Augen auf. Da steht einer. Da laufen zwei. Ob es denen auffällt, wenn diese Leiche einfach verschwindet? Okay, gut. Wir sind komplett gechillt. Seid auf alles gefasst. Oh, die Drohne, schon wieder die Drohne. Ich versuch's trotzdem. Wo ist sie? Ich höre sie nur. Ich sehe sie nicht. Alles klar. So. Um die beiden Leichen muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Hier liegt einfach so Intel rum. Okay, die wissen also, wo unsere Biwaks sind. Beziehungsweise sind ja nicht unsere Biwaks, sondern die Biwaks von Selbstversorgern oder ähnlichem.
Aber die wissen also auch, wo die sind. Hier ist gar nichts. Haben sie wohl vertrieben. Okay. Komm schon. Ah, das war die Drohne. Perfekt. Ist jemandem aufgefallen? Wo ist die überhaupt runtergekommen? Da. Ist niemandem aufgefallen. Perfekt. Perfekt. Weiter geht's. Okay, die Leiche hier kann ich nicht beseitigen. Wegen dem Heavy. Ich muss den Heavy ausschalten. Aber das wird garantiert bemerkt. Vielleicht kann ich auch dran vorbeischleichen. Versuch's einfach. Wie viel Kohle dieses Geld haben muss. Wenn man so viel Geld hat, dann ist es gleichzeitig ein Fluch. Das muss nicht sein. Ich würde mich bei ein paar von den Sachen hier gern mal bedienen. Wie sieht's denn da unten aus? Auch noch eine Ware, verdammt. Und sonst hätte ich den gerade mal die Treppe runtergeschossen. Aber okay. Aber vielleicht. Da steht auch noch einer. Aber die schauen alle in andere Richtungen. Ich würde mich bei ein paar von den Sachen hier gern mal bedienen. Der Dieb hier, wo ist er denn? Bisschen Glück. Kann ich den jetzt gerade wegtragen? Oh verdammt, der ist ganz runtergefallen. Da drin sind auch noch Wachen. Ich würde mich bei ein paar von den Sachen hier gern mal bedienen. Achso, ich habe gar nicht den Dieb erschossen. Naja, okay. Der Heavy macht mir immer noch Sorgen. Schauen wir uns mal seinen Kopfschutz genauer an. Okay, eine ziemlich breite Öffnung vorne. Vielleicht ist das seine Schwachstelle. Oh, oh. So. Müsste ich ihn aber gut von vorne treffen. Kann ich den Lichter ausschalten? Cool. Nice. Okay, das macht das Ganze etwas einfacher. So. Theoretisch. Schauen wir mal, ob Theorie und Praxis aufeinander passen. Okay, scheinbar nicht. Vielleicht hat er noch einen sehr sauberen Plexischuss, Schutz vor seinem Gesicht. Können wir den wegziehen? Nein, können wir nicht, das ist schlecht. Er ist zu schwer. Hab ich bei Maria Minen gekauft? Ja.
Aber ich möchte ungern hier irgendwas verbieten. Da gibt es auch wieder nur eine Waffe drin. Gerade jemand geräuspert. Auf dem Helipad ist einer, zwei auf dem Helipad, alles klar. So, die sollten kein Problem darstellen. Aber ich möchte sie erst noch nicht erschießen. Wir wollen schließlich nicht entdeckt werden. Da noch Wachen im Gebäude sind. Hier hat eine Schrotflinte. Angeblich sind ein paar Hubschrauber abgestürzt. So, da ist gerade keiner, so wie es aussieht. Mitkommen. Oh, Wache im Gebäude. So. Du kommst zu deinen Freunden. Oh, ich glaube, der Busch ist langsam voll. Oben ist eine Wache drin. Ich habe eine Idee, das hängt jetzt, ob das klappt, hängt davon ab. Eine Wache in dem, da, verdammt, in dem anderen Raum ist eine Wache drin. In dem anderen Raum ist eine Wache drin, dort patrouilliert auch noch einer. Sieht hier unten aus. So, Kiste. Verdammt, ich komme hier nicht raus. So. Das eben so. Ich würde mich bei ein paar von den Sachen hier gern mal bedienen. Ein paar Handschuhe. Ja. Herr Skell hat bestimmt nichts dagegen, wenn wir uns die mal ausborgen. Ich würde mich bei ein paar von den Sachen hier gern mal bedienen. Okay. Hier gab es scheinbar einen Kampf, oder es hat jemand das Büro durchsucht. Weil es ehrlich gesagt mehr nach einem Kampf aussieht. Für das gesamte Gebiet von Aurora wurde eine Unwetterwarnung von schweren Stürmen ausgesprochen. Bis zum Abflauen der Stürme bzw. bis zur Aufhebung der Warnung muss daher leider die gesamte Fußweise eingestellt werden. Sichern Sie in der Zwischenzeit Ihre Fenster und füllen Sie Ihre Nahrungsvorräte auf. Und laden Sie sich alle Spiele herunter, in die Sie sich schon immer... Und für alle Menschen im Hier und Jetzt und für die zukünftigen Generationen... So, ein paar Informationen. Schaden nie. Das ist doch... Wie heißt sie noch? Melody? Ich hab's vergessen. Wie hieß Foxes Tochter noch gleich? Harmony, so heißt sie. Harmony hat den ersten Platz bei einer Wissenschaftsmesse erhalten und alle feiern. Nur Diebe bei den bei Sentinel, so wie es aussieht. Haben wir hier. Bis wieder Ordnung herrscht, wurde der komplette Grenz wieder der Raum. Okay. Hast du schon gehört, was ich
Was haben wir hier noch? Biografie. Dianes letzte E-Mail. An Jay Skell von Diane Skell. Betreff Aktionärsversammlung. Nur zur Erinnerung, dass ich am 11. September eine Aktionärsversammlung habe, Liebling. Ich werde gegen 7.30 Uhr nach Downtown fahren, dann bin ich zwischen 8 und 8.30 Uhr im Büro. Die Versammlung beginnt um 9 Uhr. Versuch dich bitte dazu zu schalten, wenn du kannst. Ich sorge dafür, dass dir mein Assistent die Zugangsdaten schickt. So, da hinten habe ich eine Tür gesehen. Hier. Da blinkt noch was. Haben wir aber schon. Eine Tür, die sich scheinbar nur mit einem RFID-Chip öffnen lässt. Oder NFC-Chip. Dem NFC-RFID-Gedöns. Dafür brauchen wir eine Wache. Hier geht's nicht rum. Alles klar. So, jetzt wird's gefährlich hier. Der steht nämlich noch da. Wenn ich den töte, sieht er das. Wenn ich den töte, sieht er das. Nun. Naja, vielleicht sieht das ja doch nicht. Dann töte ich jetzt den da drin. Oder? Ich meine, da patrouilliert noch einer. Da muss ich auf den warten und den auch noch töten. Naja, dann ist es eben so. Ich höre Schritte. Da kommt er. Nur hereinspaziert, hereinspaziert. Oh oh, oh oh, oh oh. Und der geht gar nicht bis da hinten hin. Sein Pech. Noch mehr Schritte. Da. Das Helipad. Da ist das Helipad. Verdammt dunkel. Einer rechts, einer links. Okay, das waren die beiden. Alles klar. So. Dann lasse ich die Leichen jetzt hier mal liegen. Ansonsten scheint keiner mehr da zu sein. Ich höre zumindest niemanden mehr sagen, dass er etwas stehlen möchte oder was mitnehmen möchte. Doch, ich habe noch Stimmen gehört. Da oben. Oder ich habe es mir eingebildet. Ist natürlich alles möglich. Ach, noch eins runter. Ich bin gespannt, was in dem Raum drin ist. Ablenkungsköder, Simultanschussdrohnen. Oh, nice. Ist eigentlich was dran? Hey! Ups. Tja. Nun, okay. Simultanschussdrohnen. Das ist natürlich echt geil. Vielleicht war das auch die Stimme, die ich gehört habe. Erstmal schauen wir jetzt hier.
es da noch gibt. Chase Gells Tagebuch, Teil 2. Auszug aus Chase Gells digitalem Tagebuch von einem Computer in seiner Unterkunft geborgen. Mir gehen die Optionen aus. Zweifellos hat Walker inzwischen mitbekommen, dass ich seine Pläne durchkreuzt habe. Er ist also doch einer der Guten. Scheinbar. Es ist klar, was ich tun muss. Untertauchen und gleichzeitig einen Weg finden, die Kontrolle zu behalten und zurückzuschlagen. Wenn ich es schaffe, online zu bleiben, kann ich immer noch siegen. Wenn ich es irgendwie schaffe, die Kontrolle über die Drohnen auf Aurora zu übernehmen, beherrsche ich die Insel. Dazu müssen sie mit Point Zero verbunden sein. Ich muss die Verbindung testen, um eine zukünftige Funktionsfähigkeit auf ganz Aurora zu gewährleisten. Und dafür muss ich eine Verbindung zu einem Drohnen-Testgelände aufbauen. Fennbok ist gut geeignet. Also Fennbok. Fennbok. Ah, das ist noch ein Bild von einem Drohnen-Testgelände auf Fennbok. Okay. Das ist ein Foto des Drohnen-Testgeländes in Fennbok. Darauf sind Straßen zu sehen, die von Häuserattrappen sowie Verwaltungs- und Überwachungsgebäuden gesäumt sind und einer städtischen Landschaft sehr nahe kommen. Das Gelände wird höchstwahrscheinlich dazu genutzt, die Navigationssysteme von Drohnenprototypen zu testen. Okay. Was haben wir hier? Granatäpfel. Ja, warum nicht? Und die Mission haben wir abgeschlossen. Das ist ja schön. Aber wir müssen natürlich noch hier aus diesem Anwesen entkommen, ne? Das dürfte klar sein. Aber ich möchte noch sehen, was haben wir da gefunden gerade? Wir haben gerade noch etwas gefunden. Frage ist, es war ein Fundstück, ne? Hier, das Lifestyle Mag. Ultra Lifestyle Magazin. Chase Gell, das technische Genie, baut eine Brücke in die Zukunft. Ein tiefer Einblick in die KI für zu Hause. Übernimmt die Technik die Macht? Eine eigene Insel besitzen? Warum dieser neue Trend sich unter den Superreichen so ausbreitet? Self-confidence is the only thing I never had to learn. Also die Selbstsicherheit ist das Einzige, was er nie lernen musste. So, dann schauen wir mal noch hier in den oberen Teil des Anwesens, ob da noch Wachen sind. Schöne Bilder hier. Der hat Spielautomaten! Der hat Arcade-Automaten! Cool! Will auch. Und Billardtische, warum braucht ein einzelner Mann zwei Billardtische und also zwei von allem? Drei sogar, der hat. Da hinten ist noch eine. Moment. Da ist ein Leaderboard zu sehen. Das muss ich mir anschauen. Hier haben wir NJA. Natürlich die obligatorischen AAA, BBB. Okay. Er wohnt hier auf jeden Fall sehr schön. So, aber jetzt wieder Konzentration. Hier könnten noch Wachen sein. So, hier hinten haben wir auch einen ausgeschaltet. Ich weiß allerdings nicht mehr wo. Oder habe ich mir das eingebildet? Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Oder seine Kameraden haben ihn schon weggebracht. Oder die dritte Option. Ich bin einfach blind. Okay, es sind keine Wachen mehr da. Alles klar.
Hey Faye, our new home assistant is out. Ask me anything at all. Sieht aus wie ein Alexa. Hey Faye. Hey Faye. Hefe. Mary Falls Juice. Nature in a bottle. Hier ist so eine Azrael-Drohne. Das hier ist so eine Sky Cherubim. So eine Polizeidrohne. Glaube ich zumindest. Das ist hier eine Medizindrohne offenbar. Hier nochmal eine Azrael. Die beiden da hinten, weiß ich nicht, wie sie heißen, sind aber auch so Drohnen zur Ausweiskontrolle und sowas. Okay, dann haben wir diesen Ort hier absolut gesäubert. Dann geht's als nächstes zu diesem Drohnentestgelände und wir suchen weiterhin nach Chase Gell in der nächsten Folge. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.